Vor ein paar Tagen habe ich im Community-Tab euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen an mich und an meinen Kanal. Und diese Fragen möchte ich ganz gerne mal durchgehen und alle beantworten, die es da so gab. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Caroline Malfoy, hast du irgendeine sportliche Aktivität, die du gerne machst? Oder Lieblingslied, Sänger, Band? Sportliche Aktivität gibt es nicht so gerade in meinem Leben. Ich bin zwar im Fitnessstudio angemeldet, aber gehe da super ungern hin. Ich habe 17 Jahre lang Handball gespielt, aber wegen dem Job damit aufgehört, weil mit meinem Job einfach ein Teamsport nicht möglich ist. Und Sport ist für mich tatsächlich nie aus Sportgründen geschehen, sondern ich hatte einfach Spaß an diesem Zusammenspiel und einfach an dieser Sportart Handball. Und deswegen kann man mich, glaube ich, eigentlich schon mit Sport ziemlich jagen. Lieblingslied? Momentan trellere ich sehr oft Get It Right von Glee. Lieblingssänger ist für mich eigentlich Pink. Puh, Band. Ich muss ja sagen, ich höre ja gar nicht so diese typischen Pop-Songs oder sowas. Ich höre meistens dann eher so Filmmusik. Ich weiß es nicht. Band. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Heike May schreibt, ich höre deine Lesung jetzt circa 2 Wochen, du machst das echt so gut. Wann geht's, solange du bei mir bist, weiter? Erstmal herzlich willkommen in der Community, liebe Heike. Das freut mich, dass du seit 2 Wochen am Start bist. Solange du bei mir bist, ist wie Lass dein Glück nicht ziehen ein Stream-Projekt. Das vergessen mal super viele, weil dann super viele fragen, wann kommt das denn endlich wieder? Und manchmal, wenn ich den Stream nicht gerade wieder verschludert habe, gibt es einfach keine Parts, weil diese Sachen, das sieht man ja auch, im Stream gelesen wird. Das heißt, es gibt einfach keine neue Parts, weil ich nicht mehr gestreamt habe und nicht mit den Leuten gelesen habe. Das heißt, man muss erstmal warten, bis der nächste Stream kommt, der regelmäßig eigentlich, wenn ich nicht arbeiten muss, freitagabends ist. Aber wir lesen auch nicht jeden Freitagabend, dann lass dein Glück nicht ziehen oder solange du bei mir bist. Deswegen ist es immer super schwierig, das zu sagen. Ansonsten habe ich einen Uploadplan, wo ich sage, Montag, Mittwoch und Freitag kommt, lass dein Glück nicht ziehen und Dienstag und Donnerstag, solange du bei mir bist. Wobei, solange du bei mir bist, ja auch nicht mehr so lange dauert. Aber vielleicht lade ich einfach noch mal einen Uploadplan hoch. Das ist eine gute Idee, finde ich. Das sollte ich vielleicht mal machen. Also jedes Mal, wenn ihr meine Fratze seht, dann ist es ein Stream-Projekt und dann ist es super schwierig einzukalkulieren. Emily Granger fragt, hast du eigentlich feste Upload-Tage? Ich möchte immer die Erste sein. Ich liebe deine Videos und dich als Person. Danke, dass du deine Community so supportest. Danke, dass ihr mich so supportet. Feste Upload-Tage habe ich, wie gesagt, wie gesagt, ich sollte eigentlich einen Upload planen. Ich hau jetzt einfach, wenn ich das Video hier hochlade, lade ich auch einen Upload-Plan hoch. Wenn nicht sogar schon früher. Der Upload-Plan ist quasi immer die gleiche Struktur, nur ob ich es wirklich schaffe, die Videos hochzuladen, weil es wirklich super viele eigentlich immer sind, die ich mir so angesetzt habe, das ist natürlich die Frage. Ich habe einige Fanfictions, die ich selber schreibe, wo ich selber gesagt habe, ich möchte gerne, dass sie jede Woche kommen. Und ich weiß ganz genau, ich sollte nicht mehr so viel Druck auf mich selber ausüben, dass ich sage, jede Woche kommt was, sondern einmal im Monat. Ich glaube, damit wären alle happy, dann wären nicht alle enttäuscht, ich würde mir diesen Druck nicht machen und wir hätten trotzdem eine schöne Geschichte, die fortgeführt wird. Also erstmal, feste Upload-Tage gibt es auf jeden Fall, nur ob die dann immer eingehalten werden. Also wenn es an dem Tag nicht kommt, dann kommt es vielleicht eben eine Woche später oder sowas. Es kommt dann nicht einen Tag später. Karin Schmidt spricht mir aus der Seele, denn sie fragt, nervst dich nicht gewaltig, dass du kaum hast du was hochgeladen, immer gleich die Frage nach dem nächsten Part kommt. Amen! Amen, Karin! Amen! Absolut. Es nervt mich, dass unter jedem Video grundsätzlich die Frage steht, wann kommt die Begegnungen? Und ich denke mir nur so, Alter, ich habe dir gerade ein Buch vorgestellt. Das hat nichts mit dem Video zu tun. Wenn du es fragen willst, dann schreib es unter einem Begegnungsvideo. Oder, also egal, was ich hochlade, es kommt immer ein, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das. Und es macht einfach keinen Spaß, weil ihr bezweckt genau das Gegenteil. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Die Fragen nerven mich so sehr, dass ich sage so, Mel, bringt ja nichts. Wenn ich es hochlade, kommt ja eh direkt wieder die Frage nach 3 Minuten. Das Video ist noch nicht zu Ende geguckt. Und dann kommt die Frage, wann kommt denn der nächste Teil? Und ich denke mir nur so, sei doch froh, dass es jetzt erstmal online ist. Ihr bezweckt nur damit das Gegenteil, dass ich da weniger Bock drauf habe. Aber ist ja eure Sache. Ella fragt, wörtlich alle hier geht die Begegnungen weiter. Und ich bin ein Mitläufer. Also wird es weitergehen? Und noch was, wirst du wieder mal auf einer Buchmesse sein, KP, ob es eine in München gibt, aber würde dich gerne treffen, da ich dir schon seit Jahren zuhöre. Ui, hast du noch ein Ziel in deinem Leben, was du noch unbedingt erreichen möchtest? Buchmesse ist jetzt in Frankfurt, bin ich auch demnächst dann vor Ort, aber nur an einem Tag und ja, sehr im geschlossenen Kreis, weil es weil ich ein Jurymitglied bin und dann einfach nur dem Gewinner, die Gewinner bekannt gebe und dann quasi wieder nach Hause fahre.
also wirklich nur für die Preisverleihung da bin, auch ohne Publikum und sowas, total schade. Aber den Livestream gibt es. Den könnt ihr auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse YouTube-Seite euch dann angucken. Da ist am 17. um 14 Uhr, müsste das sein. Sonst ist jetzt gerade in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, in einer Buchmesse in München glaube ich nicht. Also ich benutze immer gerne Messen für Community-Events, weil ich mich sonst gar nicht traue, Community-Events zu machen, weil ich Angst habe, dass niemand kommt. Und ich nicht einfach doof da rumstehen möchte und das groß angekündigt habe und da niemand da ist. Und weil ich Smalltalk super schlecht kann. Ich wäre, glaube ich, mehr überfordert, euch zu sehen, als ihr mich. Hast du noch ein Ziel im Leben? Ist auch ganz toll so, ja. Hast du noch einen Grund zu leben, Melina? Habe ich noch einen Grund zu leben? Was möchte ich noch so erreichen? Das frage ich mich tatsächlich selber so ein bisschen. Ich möchte eine Familie. Das ist was, so ein persönlicher Grund. Ich möchte meinen Play-Button. Ich möchte unbedingt meinen 100.000 Play-Button. Das ist mein Ziel, wo ich momentan hinarbeiten möchte. Aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern es wäre einfach nice to have. Jetzt habe ich zwei Fragen von Hufflepuff Girl. Und ich fasse die jetzt einfach mal zusammen, weil das super easy ist, zusammenzufassen. Einmal, was verbindest du mit Harry Potter? Und einmal, was sagst du zu J.K. Rowlings Tweets? Ich habe immer überlegt, ob ich Stellung dazu nehmen soll, weil super viele YouTuber sich dagegen entschieden haben, weiter noch in die Richtung Videos zu machen mit Harry Potter und ich es einfach gemacht habe und einfach nie was dazu gesagt habe. Und als ich diesen Kommentar gesehen habe, habe ich mir jetzt ein Herz gefasst und ich weiß, dass ich diese Frage jetzt beantworten werde. Auch wenn ich super Angst habe, jetzt gerade irgendwie einen Shitstorm auszutreten, weil eigentlich ist das so ein heikles Thema, dass ich damit eigentlich gar keine Berührungspunkte haben möchte. Aber ich finde trotzdem, man sollte irgendwie doch was dazu sagen. Ich weiß es nicht. Man will immer so das liebe Mädchen sein, was sich so überall durchschlängelt, was keine Meinung zu irgendwie was hat, damit man nirgendwo aneckt. Aber andererseits möchte man irgendwie schon die Meinung dazu sagen, aber hat einfach manchmal einfach zu viel Angst. Und die Angst, die lege ich jetzt nicht ab, aber ich versuche es jetzt einfach mal, sie zu ignorieren. Vorab sollte ich sagen, dass ich noch nie von J.K. Rowling einen Tweet gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr auf Twitter folge. Es kann sein, dass ich letztens ihr angefangen habe zu folgen, um zu gucken, was sie schreibt, habe es aber dann doch nicht gelesen. Also falls mir jetzt irgendwie wer kommt, du folgst selber auf Twitter oder sowas, kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Tweet gelesen. Nicht einen von vor 3 Jahren und nicht jetzt in dieser ganzen Debatte. Ich habe sie als Zitat vielleicht irgendwo gelesen und dann auch irgendwie komisch übersetzt auf Deutsch sowas, wo ich sage, solange ich selber nicht gelesen habe, kann ich nur wiedergeben, was ich höre. Ne? Und ich möchte eigentlich auch gar nicht so dolle das, was eine Autorin sagt, in mein Leben lassen. Weil gut, die Autorin existiert und alles, aber was mich daran interessiert, ist nicht sie als Person des öffentlichen Lebens, sondern diese eine Geschichte, die sie entworfen hat, Harry Potter. Ich mag Harry Potter, ich mag die Welt, das Universum. Es ist Teil meiner Kindheit und ich weiß, viele sagen, ja, du kannst nicht immer sagen, es ist Teil deiner Kindheit, aber es ist so. Und ich habe mich als Kind niemals hingesetzt und gesagt, oh, wer hat das denn geschrieben, die J.K. Rowling? Ja, J.K. Rowling ist für mich nur ein Name oder irgendeine blonde Frau. Ist hart, ich weiß, das klingt richtig undankbar dem Autor gegenüber, weil ich genau selber ja weiß, wenn ich was geschrieben habe, will ich ja auch, dass Leute sich ein bisschen mit mir auseinandersetzen. Aber J.K. Rowling war für mich einfach immer nur ein Name. Nicht irgendwie eine Person, die irgendwie wem noch was vermittelt oder sonst irgendwas. Es war einfach, es musste eine Person sein, die dieses Buch schreibt und es war einfach J.K. Rowling. Okay, und das habe ich bei allen Büchern so. Ich lese meistens Bücher einfach nur und sage, das Buch war gut oder schlecht. Und ich bewerte das Buch nicht nach dem Autor. Ich weiß meistens gar nichts über die Autoren. Und deswegen habe ich für mich einfach beschlossen, ich lasse meine Harry Potter Welt die Harry Potter Welt sein. Viele sagen ja jetzt auch, dass J.K. Rowling super viel Negatives oder dies von ihrer falschen Weltanschauung mit in die Bücher getragen hat. Erstmal sage ich, warum habt ihr das in den letzten 20 Jahren nicht gemerkt? Und jetzt oh plötzlich schon. Zweitens möchte ich nicht nochmal alle Seiten bei Harry Potter durchlesen und analysieren und wieder in einem Deutsch-LK-Kurs gefühlt sein und sagen, ah, da könnte was sein, was jetzt ihre ganzen negativen Aussagen irgendwie ja, unterstützen. Weil ich habe das Buch nie so empfunden, dass es irgendwie was Schlechtes mir übermittelt. Bin ich ein schlechter Mensch jetzt geworden? Nein, ich bin absolut tolerant. Und natürlich will ich an dieser Stelle auch sagen, alles, was ich über J.K. Rowlings Ansichten höre,
die sind scheiße. Ich will da gar nichts beschönigen. Überhaupt nicht, ne? Ich kann ein bisschen verstehen, was sie damit sagen will, aber ich finde es trotzdem scheiße. Aber ich finde es blöd zu sagen, deswegen muss ich eine Geschichte, eine tolle Welt, muss ich irgendwie wegschmeißen. Das möchte ich nicht, weil die Geschichte an sich ist toll. Und wenn da ein Mensch nach 20 Jahren offenbart, was er in Wirklichkeit denkt, im privaten Leben, dann ist das für mich absolut getrennt. Das ist wie beruflich und privat getrennt, ich weiß es nicht, weil Harry Potter ist Harry Potter und J.K. Rowling ist J.K. Rowling und ich bringe sie tatsächlich nicht zusammen. Viele sagen jetzt auch, wir wollen Harry Potter Official Merch nicht unterstützen, dafür könnt ihr dann ganz gerne auf meinen Etsy-Shop gehen, das ist nicht gebrandet, lizenziert, könnt ihr gerne vorbeigucken gehen. Nein, aber wo ich sage, ich verstehe, was ihr meint, ihr wollt die Autoren nicht weiter unterstützen, aber ich habe Merchandise nie gekauft, um die Autoren weiter zu unterstützen. Erstens hat sie eh sowieso genügend Geld und das Geld geht wahrscheinlich auch viel an Warner Brothers und sowas ab. Ich kaufe dieses Merchandise, weil ich Sachen aus dieser Welt haben möchte, weil ich einen Zauberstab haben möchte, der aus dieser Welt ist, den ich in Filmen gesehen habe und sowas. Und den Film, den hat auch ein Regisseur gedreht, da war ein Drehbuchautor beteiligt und sowas. Es basiert auf J.K. Rowlings Sachen, ja, aber der Film ist dann auch nochmal für mich was anderes und hat auch nichts mit J.K. Rowling zu tun. Und ich möchte etwas, was in einem Film gezeigt wurde und was schön ist, möchte ich auch zu Hause haben. Und ich kaufe es nicht mit dem Hintergedanken, ich kaufe es, weil J.K. Rowling geil ist. Nein. Und das trenne ich einfach so für mich. Das kann jetzt jeder sehen, so wie er will. Ne? Also bitte, ich möchte jetzt, wie gesagt, keinen Shitstorm auslösen. Jeder hat da seine eigene Meinung. Ich denke, wir sind uns aber hoffentlich alle klar, dass es nicht geht, was sie da geschrieben hat, was für Ansichten sie hat und dass das nicht zeitgerecht ist, diese Ansicht. Das sind wir uns hoffentlich alle klar. Aber ich für mich selber habe einfach beschlossen oder was heißt beschlossen, es war für mich nie ein Ding, deswegen Harry Potter irgendwie an den Nagel zu hängen, weil ich das einfach für mich schon immer getrennt gesehen habe. Und ich möchte jetzt auch keine Debatten unter den Videos irgendwie finden und ich möchte jetzt auch nicht sagen, ja Melina, du hast so recht, wieso denken alle nicht so wie du? Nein, jeder hat seine eigene Meinung und gut ist und das ist eben meine Meinung. Igor Wengler schreibt, glaubst du an die wahre Liebe und an den einen? Bei den vielen Fanfictions kommst du ja immer wieder mit dem Thema Liebe und Sex in Kontakt und ich denke, das macht einen doch bestimmt sehr nachdenklich, vor allem was das eigene Leben betrifft. Ich finde, bei so viel Glück, Pech und Drama in den Geschichten kommt einem das eigene Leben doch oft ziemlich langweilig vor und in den Geschichten ist alles so spannend und aufregend dargestellt. Würdest du dir selbst auch wünschen, dass dein Leben so aufregend ist wie in den Geschichten oder bist du der Meinung, diese Dramen sollten Geschichten bleiben und das echte Leben kann ruhig weniger Drama beinhalten? Ich hoffe, die Frage kommt nicht falsch rüber oder ist zu persönlich für YouTube. Ich würde mich freuen, deine Meinung dazu zu hören. Und ich habe auch darauf geantwortet, weil ich das eine richtig coole Frage fand. Ich mag so persönliche Fragen super gerne, wenn Leute daran interessiert sind, wie es für mich ist, wenn ich eine Geschichte schreibe oder wenn ich eine Geschichte vertrete auf meinem Kanal. Wie ich da selber zu stehe und deswegen finde ich diese Frage super interessant. Das waren jetzt mehrere Fragen, die du gestellt hast. Fangen wir mal an, ob ich an die wahre Liebe glaube und an diesen einen besonderen Menschen. Und das glaube ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ich mag so kitschige Filme eigentlich überhaupt nicht, aber ich möchte mir es einfach vorstellen, dass es für mich draußen eine Person gibt, der ich sehr viel bedeute und die mir super viel bedeutet, dass ich sage, ja, der und niemand anders für den Rest meines Lebens. Hört sich kitschig an und normalerweise bin ich überhaupt nicht so, aber in dem Thema sage ich doch. Doch, das gibt es. Und ich habe den richtigen noch nicht gefunden, aber vielleicht irgendwann. Ich gebe nicht auf. Würde ich es auch gerne in meinem Leben so aufregend und dramatisch haben wie in den Fanfictions? Und ich kann dazu sagen, erstens ja. Und ich kann auch zweitens sagen, dass es meistens tatsächlich so ist. Und ich das aber auch gar nicht schlecht finde. Weil dadurch kommen mir immer super viele Ideen und ich glaube, ich brauche diesen Nervenkitzel, dieses Aufregende, dieses Drama. Solange man dieses Gefühl hat, dass man die Person nicht verliert,
dass man trotzdem weiß, man ist irgendwie ein Team, kann ja so viel Drama sein, wie es nur geht. Dieses Drama im Leben ist für mich so meine kleine Droge. Dieses Adrenalin, was durch einem durchfließt, wenn nicht alles in Ordnung läuft, und dieses Glücksgefühl, wenn dann doch wieder alles in Ordnung ist. Also das ist so, das ist mein, ich bin ein kleiner Junkie, ich bin ein kleiner Drama-Junkie, glaube ich, in meinem Leben. Und ich brauche das. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich das, glaube ich, nicht für immer in meinem Leben haben möchte, weil ich glaube, sobald Kinder oder so ins Spiel kommen, ist dieses Drama einfach nicht gut, weil das einfach zur Erziehung nicht gut ist für die Kinder und meine Kinder dann, glaube ich, eher verstört werden, anstatt liebevoll erzogen. Und deswegen möchte ich das dann zumindest auf jeden Fall geändert haben. Jetzt bin ich noch jung, jetzt darf es Drama sein, aber sobald ich ein bisschen älter werde und eine Familie habe, dann darfst du gerne langweilig und spießig werden, habe ich kein Problem mit. Lisa, findest du die Vorstellung seltsam, dass schon Menschen Orgasmen hatten, als sie deine Stimme gehört haben? Mir hat letztens jemand unter dem Video geschrieben, ich habe mir darauf eingewichst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da knallhart. Solange ich es nicht sehe, ne? Sehe, dass jemand auf meine Stimme sich einen runterholt oder Sex drauf hat oder sonst irgendwas, dann ist es nicht in meinem, dann existiert es nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Also, es ist ja, es hat ja dann nichts unbedingt mit mir was zu tun, sondern mit der Geschichte. Und, ne? Do it! Feel free! Hab Spaß dran! Annabella fragt, gibt es noch einen zweiten Teil zwischen Draco und Hermine? Erklärung? Lisa fragt, wird der Zauber des Neuanfangs fortgesetzt? Und dass sie die ganz dolle mag und dass ich eine mega Synchronsprecherin bin. Also Synchronsprecherin ist ja nochmal was anderes als Hörbuchsprecherin, ne? Weil das könnte ich glaube ich nicht, aber danke. Ja, also Zauber des Neuanfangs müsste eigentlich in naher Zukunft weitergehen. Also die nächsten zwei Kapitel sind geschrieben und wir sind wie gesagt auch schon alle irgendwie eingesprochen, außer mein Part. Die müssen jetzt nur noch geschnitten werden und dann muss wieder weitergeschrieben werden, wobei ich an dieser Fanfiction super viel Spaß habe mit Mila zusammen. Wir ergänzen uns da sehr gut und ja, ich glaube, das wird noch eine lange Fanfiction werden, worauf wir richtig Bock haben. Was ist dein Plan für 2021? Wieder Musicals zu gehen, wieder auf Events zu gehen. Das vermisse ich total. Also Musicals vermisse ich als allererstes. Und dann Elbenwald Festival, habe ich mega Bock drauf. Da freue ich mich richtig dolle. Also wirklich die Events, wo ich euch so ein bisschen treffen kann, das sind natürlich irgendwie so die Highlights im Jahr. Aber so einen richtigen Plan habe ich nicht. Ich würde ganz gerne tatsächlich dann die Begegnung und das Buch endlich rausbringen. Also das erste Buch würde ich super gerne rausbringen, umgeschrieben. Das ist so mein Plan. Ob ich das durchsetze, weiß ich nicht, weil das läuft ja alles nebenher, neben meiner richtigen Arbeit. Und deswegen muss ich gucken, ob ich das so schaffe. Ohne, dass ich an Burnout leiden werde. Hallo, die Stimme aus dem Off, die Melina, die gerade vorm Schnitt des Videos sitzt. Ja, das war Part 1 vom FAQ-Video von euren ganzen Fragen. Ich habe es insgesamt 2,5 Stunden lang aufgenommen, deswegen habe ich jetzt gerade nur einige Fragen reingetan. Es wird noch ein zweites Video geben, auch wo die Frage, wann die Begegnung kommt, beantwortet wird. Die muss ich aber jetzt erstmal noch schneiden, deswegen erstmal Part 1 für euch. Und ich hoffe, ihr seid dann auch bei Part 2 mit dabei, wo eure anderen Fragen beantwortet werden. Also vielen lieben Dank für eure Unterstützung und auch für die ganzen Fragen, die ihr gestellt habt. Vielen lieben Dank und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich habe den Uploadplan noch in der Infobox verlinkt, falls ihr vorbeischauen wollt. Tschüss!